Okay. Na tja, was liegt denn auf dem Boden? Wollt ihr ausruhen oder was? Wo ist denn da Unterstützungsdroide? Den kriegen wir jetzt nicht. Doch, den kriegen wir hier wieder. Zack. Den holen wir uns mal wieder. Da. Wo ist jetzt die Tür? Ah, da. Siehst du, jetzt können wir doch rüber. Na ja, geht's wieder gut? Nein, das haut nicht hin. Das ist so ein Bug. Warte mal, da muss ich das mal wieder ändern. Oh, Leute, echt. Oh. Zack, gut. Zack. Ich bin bereit. Oh, jetzt läuft's wieder. Okay, ein paar Gegner. Wir kommen der Flamme immer näher. Oh, bin da reingelaufen hier in die Falle. So Leute, wir sind da. Ihr seid wohl diejenige, die sich die Flamme nennen. Ich heiße Shea Whistler. Den Spitznamen haben mir die Einheimischen gegeben. Wenn ich nur wüsste, warum. Wie ich höre, hattet ihr einen Streit mit den Revanitern und Nova Blade. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Das glaube ich euch aufs Wort, Jedi. Ich sage euch was. Anstatt einer großzügigen Geste der Kooperation oder was immer ihr euch ausgemalt hattet, lasst uns doch etwas anderes probieren. Es ist eine Weile her, seit sich mir eine echte Herausforderung geboten hat. Ich nutze diese Gelegenheit dazu, um meinem Clan eine Lehrstunde zu erteilen. Alles klar. Dann müssen wir jetzt Shea Whistler besiegen sozusagen. Nicht töten, sondern einfach nur besiegen. Kann mal los! Erstmal langsam. Strengt ihr euch überhaupt an? Ja, sicher, da steht genau richtig. Ups, da ihn weg. Ich dachte, ihr könnt kämpfen. Ha!
könnt kämpfen. Na sicher, dann können wir das. Genug gespielt. Jotte, Jotte. Oh, hier muss ich noch raus. Aus der Reichweite steht direkt davor, aber verarschen? Na Deutscher, strengt euch mehr an! Autsch. Ich dachte, ihr könnt kämpfen. Ich lasse euch nicht gewinnen. Warum nicht? Natürlich werden wir gewinnen, Mensch. Ihr seid gut, aber ich bin besser. Raus hier. Ich lasse euch nicht gewinnen. Na ja, wir haben das fast runter. Ich mache euch fertig. Alter, das unterstützt uns, wie die ganze Zeit in der Lava steht, ne? Eieieiei. Das Training ist vorbei. Oh, weg hier. Besser. Ja, schön, das bezweifle ich, ne? Das ist besser. Ich lasse euch nicht gewinnen. Oh. Weg hier, weg, 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 weg. Ich bin fest. Hallo? So. Nicht gewinnen. Komm mal, 4%. Schon okay. Hält nur mit Spucke, Mensch. Gibt's doch gar nicht. Schlecht. So, wir haben sie. Danke. Oh. Oh. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Es ist eine Weile her, seit ich so einen Kampf erlebt habe. Ihr könnt stolz auf euch sein. Jetzt verstehe ich, wie ihr euch euren Ruf verdient habt. Dito. Und wenn wir schon von Verdiensten reden, ich denke, ihr habt euch ein paar Informationen verdient. Ihr habt nach den Revanitern gefragt, oder? Wir waren diejenigen, die sie mit Nova Blade zusammengebracht haben. Haben ihnen sogar bei ein oder zwei Überfällen geholfen. Als sie dann mit dem manipulativen, geheimen Kriegsunsinn angefangen haben, haben wir uns verabschiedet. Ich habe den Krieg satt. Kriegsmüde Mandalorianer? Ich dachte, das Kämpfen wäre euer Lebensinhalt. Das Kämpfen? Ja. Aber Kriege sind Geschmackssache. Ich halte sie für langweilig. Die meiste Zeit über sitzt man herum und wartet auf die nächste Schlacht. Und wenn es dann losgeht, ist es nur stupides Töten. Ich ziehe einen fairen Kampf vor. Oder zumindest einen interessanten. Und die Revanita nicht? Nein,
Die sind immer schön darauf bedacht, sich einen Vorteil zu sichern. Ich weiß aber, dass sie irgendwo auf dem Planeten eine ganze Flotte von Kriegsschiffen versteckt haben. Ich habe keine Koordinaten, aber sie ist hier. Wenn ihr sie finden und vernichten wollt, nur zu. Mir hat dieser Planet um einiges besser gefallen, bevor sie aufgetaucht sind. Wollt ihr mir nicht noch das Gefährt ersetzen, das ihr abgeschossen habt? Hier gibt es haufenweise Gleiter. Nehmt euch einfach einen. Flicken wir euch wieder zusammen, Woday. Ich habe es euch viel zu leicht gemacht. Das war also unsere Begegnung mit Shay Weasler, die Flamme. So, warte mal, habe ich noch, läuft mein Bonus noch? Ja, läuft noch mein Erfahrungsschub, okay. Annehmen. Plem. Wie lange noch genau? Warte mal. Noch 19 Minuten, okay. Kehre zum Unterschlupf zurück. Warte mal, wo haben wir das Ding denn hier? Da. Da machen wir das. Herausforderungen haben wir gemeistert. So, warte mal eben. Ah, hier, da ist ja wieder Frodo. wo müssen wir so lang jetzt hier? Warte mal, Orientierung verloren. Da lang nicht. Schauen, dass wir ein bisschen Müll verkaufen hier. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Das können wir verkaufen. Was ist das hier? Das brauchen wir nicht. Weg. Und das hier? Ja. Brauchen wir das? Warte mal, hier, nee, verkaufen wir weg. Brauchen wir auch nicht. So. Seht euch ruhig um. So, warte mal. Ratte. Wir können uns keine Unbesonnenheit leisten, Jakaro. Theron zu verlieren ist schlimm genug. Sollen wir dich auch noch verlieren? Aber, beruhigen Sie sich. Königin Lena von Onderon befand sich einst in einer ähnlichen Situation und ihre Lösung war ziemlich kreativ. Halt die Klappe, Droide! Was ist passiert? Wo ist Theron? Er wurde gefangen genommen. Den Nova Blade-Daten zufolge sollte sich ein Revanita-Unterschlupf in diesem Dorf befinden. Und als wir die Sache untersuchen wollten... Theron ist der Einzige, den die Revanita gesehen haben. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass hier noch mehr von uns sind. Diesen Vorteil müssen wir erhalten. Ihr habt eine schwere Entscheidung getroffen. Aber ich denke, es war die richtige Wahl. Ich denke, Sie alle machen sich zu viele Sorgen. Sie haben ihn lebendig gefangen genommen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich foltern Sie ihn nur ein wenig oder verhören ihn. Und dann erzählt er Ihnen von uns. Oh nein. Das ist kein Problem. Theron verfügt über mehrere verborgene Implantate, die es ihm erlauben, physischen Schmerzen und chemischer Manipulation zu widerstehen. Ein erfahrener Machtanwender könnte dennoch herausfinden, was er weiß. Mir ist es noch nie gelungen. Und ja, ich habe es bereits versucht, was sicher niemanden überrascht. Therons Geist ist sehr geordnet und überaus unbeugsam. Das dankt er wahrscheinlich seiner Erziehung durch die Jedi. Er wird unsere Geheimnisse sicher bewahren und wir werden ihn retten. Aber im Moment müssen wir uns konzentrieren und alles genau planen, so wie er es tun würde. Ihr habt recht. Wir müssen uns an die Mission halten. Wenn wir die Revanita finden, finden wir auch Theron.
Ganz genau. Wenn wir Glück haben, erfährt er vielleicht sogar etwas über ihre Pläne. Also, was habt ihr von den Mandalorianern erfahren? Revan verfügt hier auf Rishi über eine geheime Flotte. Er bereitet sich auf irgendeine Schlacht vor. Eine geheime Flotte? Piraten, die Handelsrouten verändern? Das ist es. Sie beeinflussen nicht nur die Handelsrouten, sondern auch imperiale und republikanische Patrouillenwege. Revan will sie in einen Kampf verwickeln. Hier über Rishi. Wenn seine Schiffe ins Spiel kommen, könnten beide Flotten zerstört werden. Das muss sein Ziel sein. Beide Seiten zu schwächen, damit er seinen Zug machen kann. Wir müssen eine Möglichkeit finden, das zu verhindern. Ich weiß, wo sie sich aufhalten. Nach der Gefangennahme von Theron habe ich ihre Übertragungen abgefangen. Die anschließende Triangulation der Position ihrer Basis war eine simple Rechenaufgabe. Ich habe sie bereits vor 87 Sekunden abgeschlossen. Sie verstecken sich auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Die einheimischen Rishi haben auf derselben Insel ein Handelsdorf. Sie bieten uns sicher angemessene Unterkunft. Dann lasst uns aufbrechen. Wir müssen hier sämtliche Spuren verwischen, die wir vielleicht hinterlassen haben. Geht schon mal vor, wir treffen uns später. Oh, wie ich das Wischen geliebt habe. Die 4 ist echt ein Knaller. So, dann nehmen wir mal diesen Gürtel hier. Ey, das gab wieder richtig Punkte. Und bald wieder Level Up. Genial. Okay. Ich muss mal kurz gleich in mein Inventar reinschauen. Ich habe das Gefühl, es wird langsam richtig voll. Ja gut, wir haben auch ein bisschen Platz. So ist es nicht. Okay. Sprich mit Arkan. Ah, wie heißt der? Arankau. Was für ein Name. Dann suchen wir den jetzt mal, Arankau. Ich schaue mir erstmal auf die Map. Nicht, dass sie hier... Ah, da müssen wir hin. Okay. Ja. Da lang. Das ging aber gerade nochmal gut, würde ich sagen. Ich häng fest, nee, doch nicht. Jo, wir müssen den hier benutzen. Hallo, kleiner Mann. Jetzt erstmal langsam. Bitte, wir müssen da... Ach, wir müssen zum Strand hin. Ja, dann machen wir das. So. Alles ist gut. Jetzt haben wir den Strand erstmal schon mal entdeckt, aber wir fliegen auch mal weiter. Und zwar hier. Sehr schön. Schon okay. Ja, ich habe euch gesehen. Aha. Garden Co. Seid vorsichtig. Okay. Alles klar. So. Wir sind jetzt in diesem Dorf. Rishi-Dorf.
So, da vorne ist so ein Codex-Eintrag, den nehmen wir noch mal schnell mit. Zu weit entfernt, okay, näher ran. Ja, danke. Da ist er, mit dem wir uns unterhalten müssen.